Ey, wenn... Ich möchte gern wissen, was da passiert ist. Nee, hier war das nicht mit den Kühen. Kühen. Ich renn mal hier weiter. Boah, Pascal, warum muss das sein, ey? Das muss doch nicht sein! Moment. Jetzt wieder dieses komische Lied. Oh, ich genieße diese Musik immer. Auch von Elfenlied, die ist einfach so geil. Hallo Hühnchen. Oder Huhn. Der Shader ist nicht gut, wenn man rumlaufen will. Da ist das Dorf. Ich hoffe, das ist das Dorf, Aua. Ich hoffe, es ist das Dorf. Wo wir den einen Typen eingebaut haben. Weißt du was, jetzt gehe ich hier hoch. Also ganz ehrlich, Pascal. Dafür, ne? Dafür bekommst du noch was. Also ganz ehrlich. Ich weiß nicht mehr, wo es nach Hause geht. Es ruckelt. Dankeschön, Pascal. Ich sollte mal einen Shader rauspacken. Oder einen leichteren reinpacken. Das war damals mein Shader, den ich im alten Let's Play hatte. Der geht ja. Hoffe ich mal. Ist ja Medium. Sieht jetzt nicht so schön aus wie der andere, aber fürs Erste würde ich behaupten, dass das hier geht. Das ist nicht das Dorf, ne, oder? Das ist nicht das Dorf, das ist ein anderes Dorf. Oder? Ich weiß es nicht. Es ist ein anderes Dorf. Pascal! Verdammt, ey! Ich weiß doch nicht, wie ich nach Hause komme! Das Bett ist kaputt! Super gemacht, Pascal! Ich gehe einfach hier lang. Wir sind ja die ganze Zeit so gelaufen. Okay, es ruckelt jetzt auch. Ja, und das waren auch die Themen, die ich alle ansprechen wollte. Ganz ehrlich, wenn man... Also, ganz ehrlich, wenn man Kinder hat, dann sollte man die doch erziehen. Natürlich, ich möchte mich jetzt nicht freisprechen davon, dass ich nicht so war, aber ich war... nicht so aufmüppig, sage ich jetzt mal so. Also im geschlossenen Freundeskreis war man natürlich auch so assi unterwegs, sage ich jetzt mal. Also jetzt nicht so assi, aber man entwickelt sich ja noch. Aber wenn man schon so, wenn der große Bruder schon so komisch, richtig assi unterwegs ist, ja. Dann fehlt's an Intelligenz. Also ich möchte jetzt auch nicht sagen, dass die Eltern daran schuld sind. Im Gegenteil, aber man sollte mehr auf Kinder achten, was sie auf YouTube schauen. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein Kind hätte, ich würde drauf schauen, was er auf YouTube guckt, ja? Es ist einfach unbeschreiblich, ja? Entschuldigung, wenn ich so oft ja sage, aber für mich ist das halt so ein geistiges... Ich habe den Satz jetzt beendet. Wenn ich schreibe oder so, schreibe ich nicht auch ja hin, aber für mich im Kopf ist, muss ich das immer machen. Ist so ein kleiner Tick von mir. Da ist ein Skelett, toll, und wir können nicht rennen. Weil es wieder leckt. Die Sau. Ron. Ha. Gott, Pascal, warum musst du das denn immer machen? Ihr könnt euch alle bei Pascal bedanken. Alle.
vielleicht das Dorf da hinten. Und dann habe ich ein Dorf gesehen. Also hinter diesem Berg da. Ich darf nicht vorher sterben. Ich darf nicht sterben. Na gut, die Musik, die passt eigentlich jetzt auch nachts. Ich weiß gar nicht, wie lange ich schon aufnehme. Ich muss gleich mal gucken. Aber erstmal zum Dorf rennen. Vielleicht ist es das Dorf. Nein, es ist glaube ich nicht, weil es ist komplett im Sand. Verdammt, Pascal! Aber ich würde halt gucken, was mein Sohn guckt. Oder meine Tochter, je nachdem. Oder mein Kind. Es ist das Dorf. Es ist das Dorf. Wir haben das Dorf gefunden. Glaube ich, oder? Ich brauche was zu essen. Verdammt. Es kommt mir sehr bekannt vor hier alles. Ich brauche was zu essen. Es tut mir leid. Ja, hier haben wir zugebaut. Es ist das Dorf. Pascal, da hast du jetzt nochmal Glück gehabt. Wir brauchen mehr Karotten. Also, für mich ist es so, ich möchte meinen Sohn nicht verbieten oder mein Kind halt nicht verbieten, was er gucken darf. Aber ich möchte halt nicht, dass er sich verarschen lässt von so möchte gern Promis. Ja? Da haben wir schon wieder das Jahr. Gut, ich hab mich damit abgefunden, dass ich nicht mehr ne sage oder ne. Ab und zu sage ich das noch, aber nicht mehr so häufig wie ja. Es ist von ne zu ja gegangen. Oder hat sich gewechselt, geändert, wie auch immer. In welche Richtung müssen wir denn? Wir müssen irgendwo einen See finden. Oder das Meer. Stimmt, ich muss hier lang. Stimmt, ich weiß es wieder. Oh Gott, Pascal. Warum musst du das immer machen? Warum? Ich mach mal die Nacht-Playlist an. Ich muss mal kurz Escape drücken, damit wir nicht sterben. VLC Media Player sagt Goodbye. Öffne mit VLC Media Player. So, sorry für die Sounds, aber das macht halt Linux, also Linux Mint. Ja, das passt für nachts. So, wir craften uns ein Boot mal eben schnell. Nein! Gott! Ich hab's gerade noch zischen gehört und hab schon mit meinem Leben wieder abgeschlossen. Toll. Erstmal fett wegwerfen. Warum dann auch nicht, ne? Da haben wir schon wieder, ne? Aber das war jetzt, das gehört jetzt auch dazu. Das, ne? Aua. Hallo. Hallo, hallo, hallo. Ich sterbe. Scheiße. Verbauen. So, Crafting Cable nehme ich mit. Konnte ich ja gerade nicht mehr mitnehmen, weil, wie ihr gesehen habt, wurden wir angegriffen. Seht ihr die Sounds alle schön eingefügt? Oder die Sounds habe ich nicht selber gemacht, aber ich finde die atmosphärisch gut. Deswegen habe ich den Mod auch drin. Ich
Ich kann mal eben kurz gucken, wie lange ich schon aufnehme. Und zwar nehme ich eine Stunde 25 auf. Müssen wir auch gleich aufhören. Aber ganz ehrlich, Pascal, danke dir, dass du so kulant bist und immer wieder mein Haus zerstörst. Oder meine Welt. Diesmal hast du dich ja nicht am Tech-Shapek begriffen, ne? Oder vergriffen. Danke dir dafür. Nicht. Unser Inventar ist weg. Alles. Danke, Pascal. Danke schön. Ist echt nice. Das war eine Atombombe. Es war eine Atombombe. Eine fucking Atombombe. Warum, Pascal? Warum immer wieder ich? Ich hab dir doch nichts getan. Mann, ey. Es ruckelt. Sorry dafür. Die Chancen müssen geladen werden. Mit Shader ist es halt ein bisschen doof und aufnehmen. Hallo, mein Freund. Du explodierst jetzt mal nicht. Hallo. Gib mir mal einen Boost, bitte. Toll. Super. Ich hasse Pascal. Ich hasse ihn. Okay, wir müssen einfach nur geradeaus gehen. Aua. Was in der Nacht sehr schwer ist. Ruckelt das. Aua. Lass mich bitte. Bitte lass mich. Lasst mich alle bitte in Ruhe, ich muss zu meinem Haus. Oder vielmehr, was davon übrig ist. Pascal, ne? Ey, ich fass es immer noch nicht, dass. Warum gehst du in meine Welt? Nee. Also, ich hätte viel mehr erwartet von dir. Irgendwie so. Redstone, eine Schaltung mit einem Diamantschwert oder so, was da rauskommt. Oder was weiß ich. Nö, du machst. Zum zweiten Mal mein Haus kaputt. Meinst du, ich habe das vergessen, dass du in meiner Welt warst? Nee. So welche Spielchen machst du nicht mehr mit mir? Warte mal ab, wenn ich in deiner 7 Days to Die Welt bin. Warte mal ab. Und ich muss sagen, 7 Days to Die. Ohne Witz. Das ist ein sehr, sehr geiles Spiel. Also da, ich kann das wirklich nur jedem empfehlen. Und das leckt auch nicht so rum in Minecraft gerade. Wie gesagt, meine Grafikkarte ist nicht die beste, hat 2 GB. Und aufnehmen und gleichzeitig hier alles darzustellen, geht halt nicht immer gut. Bin hier, glaube ich, komplett falsch, ne? Muss wieder in das Wüstengebiet rein. Ich crafte mir schon mal ein Boot und eine Steinaxt, eine normale Axt, um uns hier ein bisschen zu essen zu holen. Ich brauche noch Cobblestone, das heißt, Spitzhacke wäre auch nicht schlecht. So, craften uns eben ein Boot. Auf jeden Fall prima, Pascal, dass du
hier mit uns so, so gut zusammenarbeitest. Also ganz ehrlich, Props an dich nicht. Wie kann ein Mensch nur so? Also mir fehlen die Worte, echt. Das ist schon das zweite Mal. Damals schon in der 20. Folge und jetzt schon wieder in der 20. Folge. Danke dir, Pascal. Danke für einfach nichts. Wo ist das andere Schwein da vorne, ne? Hallo! Und von 7 Days to Die möchte ich auch gerne ein Let's Play machen, aber erst wenn ich